Um mit der Klasse die Umgangsformen in Chaträumen zu besprechen, habe ich auf EduPad hier eine Seite vorbereitet mit verschiedenen Links und ich werde den Schülerinnen und Schülern immer jeweils eine Nummer verteilen. Also zwei Schülerinnen kommen beispielsweise auf die Nummer 1 und sind dann zufälligerweise gerade im selben Text und können dort mit ihrem Chat beginnen. Anschließend haben wir die Gelegenheit, in all diese Chatverläufe hineinzuschauen und das zu diskutieren. Nun, in unserer Schule möchten wir das jedes Jahr wiederholen. Das heißt, ich möchte die bisherigen Chats ersetzen, weil man dann über die Meilensteine eben den bisherigen Verlauf anschauen könnte und das wollen wir natürlich nicht. Das heißt, ich erstelle also 13 neue solche Adressen und das möchte ich zeigen, wie das geht. Ich mache eine neue Seite im Browser und schreibe hier edupad rein.ch. Mache das Fenster etwas kleiner, vielleicht etwa so. Und jetzt tippe ich da mit gedrückter Befehlstaste auf kostenloses Pad erstellen. Und du siehst, es wird im neuen Tab hier eine Seite eröffnet und das mache ich gleich nochmals. Wie gesagt, gedrückte Befehlstaste und ein paar Mal wiederholen. Und diese Adressen, die kopiere ich nun hier oben mit Befehl C. Das kann ich gleich schließen, das habe ich ja kopiert. Gehe in diese Seite rein, füge das ein. Mache das vielleicht auch ein bisschen schmaler, gehe zurück zum nächsten, kopiere diese Adresse, überfahre das 2 und so werden mit der Zeit alle Links ersetzt. Zwischendurch muss ich vielleicht wieder auf meine Ursprungsseite und da mit dem anfänglich gezeigten Trick mit der gehaltenen Befehlstaste erneute Seiten erstellen, die ich dann wiederum kopiere und einfüge.